Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir bauen. Uns hat es da ein bisschen was durcheinander geschossen im letzten Video mit den Räumen, aber das sollte jetzt eigentlich alles wieder mit rechten Dingen zugehen. Die Frage ist, wenn das mit den Räumen passiert, passiert das dann auch mit den Stationen? Naja. Da ist noch einer, das sind zwei. Das ist ein Bewaffneter. Ne, das sollte eigentlich passen. Die Hunde. Die sind auch auf den. Und die bewaffnete Patrouille, die ist auch alles. Ist alles okay. Und dann kommen wir auch wieder auf unsere Kapazitäten. Hat mich schon gewundert, ganz ehrlich. Aber so ist das halt. Morgen kommen wieder 40 Leute. Da schauen wir, dass wir natürlich wieder genügend Leute hier auftreiben, die in unser Gefängnis kommen. Wie sieht es jetzt aus mit da 37 in der Warteschlange, 12 sind in der Einzelhaft. Naja. Ist auch nicht so berauschend, oder? Was war das? So, eine halbe Stunde noch, dann sollten die neuen Insassen kommen. Zack, zack, und die Familien. Oh Gott, es wird ja immer mehr. So, jetzt liegt es natürlich wieder an der Post. Das, ja, und an den Lebensmitteln. Dass das hier nicht weitergeht, da kam Post Ende nie. Wie sieht es eigentlich mit der Logistik aus? Nein, nicht die Logistik, oder doch? Warum arbeiten hier denn keine Leute an dem Laden? In der Bücherei arbeiten genug. Hier in der Küche, da fehlt es ein bisschen an. Gut, Wäscherei ist wichtig. Da könnten wir auch zwei Leute reinsetzen in die Küchen. Da fehlt ein Strom. Das hat es mir alles irgendwie, weiß ich nicht, verstellt. Irgendwie kommt mir vor. Und darum funktioniert das auch nicht mehr so richtig. So. Kann man wieder neue Insassen. Und wir bekommen wieder Kohle. Aber ich glaube, das Gefängnis hält, oder? Wir haben
538 Insassen. Es läuft, es läuft, es läuft. Ja, ich würde sagen, das war's von Prison Architect. Wir bauen fürs Erste. Jetzt kommt dann irgendwann der Ausbruchsmodus, dann versuchen wir da auszubrechen und dann schauen wir uns nochmal das Feintuning an, beziehungsweise schauen wir mal, wir werden das Ganze jetzt mal speichern und dann wie ging das jetzt? Extras? Wir teilen das. Aktuelles Gefängnis und das nennen wir Halifax, wir bauen. Mein erstes Gefängnis, was wir veröffentlichen. Oder was ich veröffentliche. Wie lange dauert sowas jetzt? Je nachdem, wie schnell das Internet ist, oder? Das heißt, extrem lange. Ah ja, der Balken lädt sich auf. Da war echt nett eigentlich. 284 Folgen von Prison Architect. Wir bauen und schwuppsdiwupps. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube nicht. Ja, Gefängnis wurde veröffentlicht. Das bedeutet, liebe Leute, wenn ihr Prison Architect Wir Bauen verfolgt habt, wenn ihr das Prison mal testen wollt mit dem Ausbruchsmodus, beziehungsweise wenn ihr verändern wollt und herumtüfteln wollt, könnt ihr das gerne jetzt machen. Und ich würde mich auch natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann im Steam Workshop ein Bild hinterlässt, was ihr gemacht habt, beziehungsweise wenn ihr YouTuber seid und gerne den Ausbruchsmodus testen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Link dann in die Beschreibung stecken würdet oder in die Kommentarliste. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bei Prison Architect Wir Bauen. War echt eine lange, lange, lange Zeit und ja, vielleicht gibt es irgendwann mal die Fortsetzung, wenn es wieder was Neues gibt zum Einbauen. Aber im Großen und Ganzen sind wir somit heute fertig. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis irgendwann. Tschüss.